Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir ein paar Paragon-Kisten aufmachen und zwar die Paragon-Kisten hier von Venari. Diesmal sind es nicht wie sonst immer 5, sondern wir machen leider nur 3 Kisten auf. Ist dem geschuldet, dass ich bei den anderen 9.1-Fraktionen leider den Ruf noch nicht weit genug habe für die Paragon-Kisten. Bei Venari tatsächlich aber schon. Und ja, wir können uns leider nur 3 Kisten pre-stacken. Ich habe schon eine im Inventar, wie ihr seht. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen extra Ruf. Und zwar insgesamt 19.999. Heißt, ich muss da nochmal einen Rufpunkt drauf basteln, dass wir dann dementsprechend die dritte Kiste aufmachen können. Was kann in diesen Kisten drin sein? Und zwar können da einmal ein Pet drin sein und ein Mount. Und ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall das Mount rausziehe, dass ich Venari nicht zu Todes grinden muss. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein, schauen mal, ob ich Glück habe. Drückt mir die Daumen. Kiste Nummer 1. Stygia und Gold. Ha. Okay, also das war jetzt schon mal ein Reinfall. Dann nehmen wir mal die zweite Kiste raus. Entdeckt weitere Geheimnisse. Und wir haben das Pet drin. Rook heißt das. Okay, also das haben wir schon mal. Und Stygia und Gold. Das Mount hätte ich noch ganz gern. Schauen wir mal. Dann geben wir mal hier so eine Quest ab. Ah, und dann haben wir nochmal eine Kiste, beziehungsweise wir können hier das Stygia abgeben, was wir gerade gekriegt haben. Gibt es auch nochmal ein bisschen Ruf. Seht ihr, wo haben wir so die dritte Kiste? Da. Sieht fast genauso aus wie die Kristalle von der Farbgebung her. Und kommt Mount. Drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen. Nice. Gut, Leute. 3 Kisten. Wir haben alles, was wir kriegen müssen. Also wir brauchen Venari nicht mehr farmen. Das Stygia hätte ich jetzt gar nicht abgeben brauchen. Merke ich gerade. Ja gut. Da ist es, der Gaul. Da ist er. Komm, lernen wir ihn gleich mal. Schauen ihn an. Wo haben wir ihn? Das war jetzt lucky. Oder die Dropchance ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Da haben wir's. Das kennen wir ja schon. Die goldene Variante haben wir ja davon auch schon. Und jetzt quasi einmal noch die silberne. Die sieht auch nice aus. Ich muss sagen, das goldene Mount ist natürlich noch ein bisschen geiler tatsächlich. Aber so vom Grundmodel, also das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsmounts, die jetzt hier in 9.1 mit reingekommen sind. Ja, da war ich jetzt tatsächlich lucky. 3 Kisten, Pet und Mount abgestaubt, kann man nichts sagen. Also da sind auf jeden Fall die Dropchancen halbwegs vernünftig, würde ich mal behaupten. Ich kenne nämlich auch schon ein paar andere Leute, die auch relativ schnell das Mount bzw. das Pet gekriegt haben. Also ich denke mal, ich werde nicht der Einzige sein. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening-Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch lief, ob ihr ähnlich lucky wart wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.